Die geplante Verbrennung einer Korankopie in Schweden hat im Irak für Aufruhr gesorgt. Wütende Demonstranten stürmten am frühen Donnerstag die schwedische Botschaft in Bagdad, drangen in das Gebäude ein und legten Feuer. Feuerwehrleute versuchten, die Flammen von der Leiter eines Löschfahrzeugs auszulöschen. Dutzende Männer kletterten über den Zaun der Botschaft und versuchten offenbar eine Eingangstür aufzubrechen. Andere kamen vor der Botschaft zu einem Morgengebet zusammen. Das schwedische Außenministerium verurteilte die Angriffe auf Diplomaten und teilte mit, dass die Botschaftsmitarbeiter in Sicherheit seien. Auch das irakische Außenministerium verurteilte in einer Erklärung den Angriff und kündigte eine umfassende Aufklärung des Vorfalls an.